Hier ist für euch die neueste Ausgabe von Ab ins Bett. Schön, dass ihr heute Abend mit dabei seid. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist der Ab ins Bett heute mit der 919. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco, schön, dass ihr mit dabei seid. Los geht's mit dem Recken und Strecken, nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang, spannt jeden Muskel im Körper an und wenn ihr das gemacht habt, lasst euch einfach ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute am Donnerstag, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Übernächsten Monat, im Mai, ist es soweit. Dann startet das Ab ins Bett Kindercamp und ich lade euch alle ein, die gesamte Familie mit den Eltern, mit den Großeltern, mit den Geschwistern oder mit Freunden. Kommt zum Ab ins Bett Kindercamp und erlebt ein Pfingstwochenende von Freitag bis Montag draußen in der Natur. Wir machen gemeinsam Lagerfeuer, wir sitzen gemeinsam am Tippi, erzählen Gute-Nacht-Geschichten. Für die Eltern gibt es eine Massage und wir machen auch eine Kinderdisco, ein Spiel und haben ein ganzes volles Programm vorbereitet. Alle gemeinsam. Informiert euch jetzt und sichert euch jetzt die Tickets auf abinsbett.net. Jetzt kommt aber die 919. Gute-Nacht-Geschichte für Donnerstag, den 2. März. Eva und die neue Blume. Eva, na, die ist natürlich ein ganz normales Mädchen. Es ist auch ein ganz normaler Tag. Es kann sogar an diesem Donnerstag sein. Eva ist ein Mädchen, das liebt die Natur. Am liebsten verbringt sie ihre Freizeit draußen im Garten. Und sie mag es auch, die Pflanzen zu versorgen. Sie gießt sie, sie zupft manchmal sogar kranke Blätter ab und sie freut sich, dass ihre Pflanzen gesund und glücklich sind. Heute allerdings entdeckt Eva eine wunderschöne Blume, die sie noch nie gesehen hat. Sie ist so fasziniert von der Schönheit und vom Duft dieser Blume, dass sie beschließt, mehr über sie zu erfahren. Eva fragt ihre Eltern, ob sie wissen, was das denn für eine Blume ist, aber auch die hatten so eine Blume noch nie gesehen. Gemeinsam beschließen sie, die Blume nun genauer zu untersuchen, um herauszufinden, wo sie herkam. Eva geht in den Garten zurück und sie verbringt den ganzen Tag damit, vor der Blume zu sitzen. Und sie beobachtet die Blume. Außerdem notiert sie sich alles, was ihr zu dieser Blume auffällt, wie sie aussieht, wie sie riecht. Und das macht sie auch in den nächsten Tagen. Eva setzt sich dran, alles über diese mysteriöse Blume herauszufinden. Sie geht in die Bücherei der Schule und holt sich ein Buch über Pflanzen. Sie fragt in der benachbarten Gärtnerei, die nur eine Straße weiter ist, ob die diese Blume kennen. Aber niemand kann ihr sagen, was das für eine Blume ist. Eva möchte es aber wissen. Sie gibt nicht auf. Das Wichtigste ist nun, dass Eva sich weiter um diese Blume kümmert. Ganz hingebungsvoll und liebevoll gibt sie ihr jeden Tag Wasser. Eines Tages bemerkt Eva, dass die Blume zu welken beginnt. Das ist gar nicht so schön. Eva ist besorgt und sie wusste nicht, was sie tun soll, um die Blume zu retten. Nun beschließt sie sich, zum Nachbarn zu gehen, zur Gärtnerei, zur Familie Widinski. Herr Widinski ist ein erfahrener Gärtner. Er schaut sich die Blume an und erkennt sofort, wo das Problem ist. Die Blume braucht was ganz Spezielles, sagt Herr Widinski. Eva ist überrascht und sie denkt nach, was braucht denn eine Blume? Vielleicht besonderes Wasser? Einen Regenbogen? Nein, was ganz anderes. Herr Widinski erklärt Eva, dass die Blume ganz spezielle Nährstoffe braucht und die gibt es nur im bestimmten Boden. Also muss die Pflanze wohl umgepflanzt werden, um zu überleben.
Eva ist nun erleichtert, dass sie endlich weiß, was sie tun muss, um die Blume zu retten. Sie besorgt alles zusammen mit Herrn Widinski, was sie braucht, und sie pflanzt die Erde nun in diesen speziellen Boden ein. Von heute an wächst die Blume in voller Pracht und Schönheit. Eva ist stolz auf sich selbst, dass sie die Blume gerettet hat, dass sie sich die Zeit für diese Blume genommen hat, um alles zu lernen. Die Blume ist nun Evas Lieblingspflanze im Garten und sie pflegt sie jeden Tag. Eva hat da was ganz Wichtiges gelernt heute, nämlich wenn man sich für Dinge interessiert und wenn man niemals aufgibt, dann kann man alles erreichen, was man will. Und die Belohnung, die ist schöner, als sie sich Eva hätte jemals vorstellen können. Außerdem weiß sie genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Gute Nacht.